Cornet Damour heißt der Sieger im Wiener Championat. Zweite Qualifikation zum großen Preis und obendrauf, das war der Daniel Deuss aus Deutschland. Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Das war halt, glaube ich, eine doch relativ schwere Aufgabe, hier ganz nach vorne zu reiten. Sehr viele Starter, sehr viele Nuller, ein langes Stechen. Ja, das war. Beim Parcoursabgehen haben wir schon gesehen, dass es vielleicht nicht der allerschwierigste Parcours ist. Die Zeit war jedoch sehr kurz angesetzt am Anfang. Die wurde nach dem ersten Starter gleich ein bisschen erhöht. Im Nachhinein muss man sagen, war das vielleicht der ausschlaggebende Punkt, warum wir am Ende 17 Nuller hatten. Dadurch, dass wir natürlich viele gute Paare im Stechen hatten, musste ich ein bisschen was riskieren, was mir allerdings sehr, sehr gut gelungen ist. So, zum Glück hat es gerade gereicht am Ende. Wir haben ja gerade auch mit der Katharina Ofel hier gesprochen. Also das Starterfeld in dieser Prüfung war schon sehr, sehr stark. Das wird morgen im großen Preis nicht anders sein. Was zeichnet dieses Turnier in Wien aus der Sicht der Reiter? Okay, hier in Wien, wir haben eine super Halle, schon über Jahre, und das Turnier hat einfach Tradition auch schon, ich weiß nicht wie viele Jahre jetzt. Vorher war es immer so gewesen, dass der Abreiteplatz ein bisschen klein war. Trotzdem blieb es trotzdem ein Traditionsturnier und hatte immer sehr gute Starterfelder. Dadurch, dass jetzt natürlich noch eine neue Abreiterhalle dabei gekommen ist, kommen natürlich auch noch bessere Reiter mit auch ihren besten Pferden hierher. Der fünfte Stern spielt gar keine Rolle? Auf jeden Fall. Die Ausschreibung ist sehr, sehr gut. Wir haben hier ein 5-Sterne-Turnier mit erheblich mehr Preisgeld als in den Jahren zuvor, was auch ausschlaggebend ist, aber die Bedingungen sind natürlich auch sehr gut dieses Jahr. Und wir haben hier eine ganz große Gruppe an deutschen Reitern, die jetzt, sehen wir auch für die breite Öffentlichkeit, nicht die ganz große Bekanntheit haben, zumindest in Österreich. Der Reiterszene kennt man sie natürlich, in Deutschland kennt man sie natürlich genauso gut. Und sie sind sehr erfolgreich. Also wir hören hier ein ums andere Mal die deutsche Hymne. Ist das so ein bisschen ein Angriff auf die Schweizer Dominanz bei den Wiener Turnieren? Boah, okay. Ich muss sagen, wir haben gute deutsche Reiter hier. Ein Angriff würde ich nicht direkt sagen, aber jeder versucht natürlich sein Bestes hier im Parcours. Und Hansi hat ein sehr gutes Turnier gehabt hier. Der natürlich auch Pferde hat, die über das ganze Jahr schon sehr gut gesprungen sind. Ich hatte jetzt ein Springen gewonnen mit einem Pferd, was ich noch nicht so lange habe. Aber er auch schon ein paar Springen gewonnen hat. So am Ende sind es doch wieder die guten Pferde, die vorne stehen. Dann sprechen wir noch mal ganz kurz über Cornet Damour. Was ist das für ein Pferd? Die Abstammung ist bei dem Namen klar, haben wir gerade vorher auch drüber geredet, zumindest der Vater. Wie tut er sich im Training? Was ist das so für ein Typ vom Pferd? Einfach gesagt, er ist sau einfach. Er ist jetzt erst 9 Jahre alt, hat vielleicht noch nicht die allerletzte Erfahrung, aber er hat eine super, super Einstellung, eine super Technik, und das macht ihm natürlich das Leben im Parcours ein bisschen einfacher. Man muss es dann trotzdem immer noch reiten. Das ist dann der oben drauf ist, in dem Fall der Daniel Deusser. Wie geht's jetzt weiter? Guten Morgen, haben wir den großen Preis. Da schauen die Wetten natürlich jetzt auch plötzlich wieder ganz anders aus, wer den gewinnen könnte, wenn wir den Herrn Deusser hier als Sieger im Championat haben. Was haben Sie sich ausgerechnet für morgen? Okay, morgen ist wieder ein neuer Tag, neues Spiel, neues Glück. Am Ende, wie gesagt, wir haben gute Paare hier, wir haben sehr gute Pferde hier. Ich würde sagen, da sind mit Sicherheit 15, 20 Leute Favorit morgen Abend. Aber ganz ehrlich gesagt, mein Pferd springt auch sehr gut, und wenn ich gut reiten sollte, habe ich auch eine Chance morgen. Also das Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall da. Jetzt geht es vielleicht noch ganz kurz an die Bar im Wimberger. Die legendären Reiterpartys in Wien. Wie geht es dann turniermäßig in diesem Jahr vielleicht noch weiter? Es sind ja doch noch einige große Turniere im Turnierkalender der FE. Ja, der Kalender ist voll. Für mich ist es so, dass ich nächste Woche in Stuttgart weitermachen werde. Und danach habe ich erstmal 2 Wochen kleinere Turniere mit jüngeren Pferden. Und dann im Dezember schauen wir mal, wie Stuttgart läuft. Vielleicht ist noch eine Chance, nach London und Mechelen zu gehen, noch zu 2 Weltcup-Turnieren. La Coruña hat auch noch ein sehr gutes Turnier, Frankfurt ist noch im Dezember. Also mein Plan für Dezember ist noch nicht hundertprozentig festgelegt. Wenn man sich das so anhört, und ich frage das ja auch immer wieder die Reiterinnen und Reiter, die hier Platz nehmen, wissen Sie eigentlich noch, wie Ihr Heimatstall an einem Sonntagvormittag ausschaut? Auf jeden Fall weiß ich das noch, und manchmal sehne ich mich auch danach. aber gut, das ist unser Leben, und mir macht das Spaß, und da habe ich mich für entschlossen, und wenn es natürlich die Erfolge noch stimmen, macht es noch mehr Spaß. Dann schauen wir mal, ob es morgen wieder Spaß macht, einfach wenn wir wieder hier sitzen. Alles Gute, drückt den Daumen, Dankeschön fürs Kommen, Daniel Deusser aus Deutschland. Vielen Dank.